So, herzlich willkommen in einer neuen Folge Ori and the Will of the Wisps. Ja, in der letzten Folge haben wir zum Glück, muss ich sagen, die Schimmelwaldtiefen hinter uns gebracht und haben gegen eine Spinne gekämpft namens Mora, wie wir jetzt wissen. Und sie ist zum Glück jetzt unsere Freundin. Die kleinen Spinnen nennen sie Mutter, es ist eine sie. Die war von dem Befall befallen. Ha. Und wir haben es geschafft, den Befall von ihr zu reinigen. Und sie ist jetzt auf unserer Seite. Und obwohl sie es mag, in der Dunkelheit zu leben und die Dunkelheit ihr Revier ist, hofft sie, dass wir es schaffen, das Licht des Waldes wiederherzustellen, indem wir die ganzen Irrlichter finden. Und will uns unterstützen, weil auch sie sagt, es muss ein Gleichgewicht sein zwischen Dunkelheit und Licht. Und das sollen wir wiederherstellen. Ja, auf jeden Fall haben wir auch ein neues Irrlicht bekommen, haben jetzt 4. Und unser nächstes Ziel ist hier oben, das Herz des Waldes wiederzufinden. In der Windwüste. Wir sind schon mal hier oben gewesen, haben schon soweit alles erkundet. Aber diese Folge möchte ich noch ein paar andere Sachen erledigen. Also wir werden noch nicht da oben hingehen, diese Folge. Denn zum einen möchte ich noch mal gucken, ob wir nicht hier doch durchkommen. Dann haben wir hier unten noch einen Schrein, den ich gerne noch untersuchen würde. Und was wollte ich noch machen? Genau, ich will auf jeden Fall noch mal hier unten hinein in den Bau, öffne das Portal und finde ein Artefakt für Tok. Das muss irgendwie lösbar sein. Es kann nicht sein, dass da Ende ist, weil wir haben die Karte so weit erkundet, dass wir eigentlich fast fertig sind und ja, irgendwas fehlt da noch. Aber zunächst einmal werden wir damit anfangen. Wir haben vor einiger Zeit schon, hier war ein Loch in der Wand und das hat Grom für uns vergrößert. Und das sollen wir erkunden für die Moki. Allerdings war es hier immer dunkel und wir konnten hier nicht durch, weil Dunkelheit ist schädlich für uns. Aber jetzt können wir ja das hier machen. Beziehungsweise als allererstes können wir mal das hier machen. Hier oben brauchen wir Bauchlicht. Und mal gucken, was sich hier unten so verbirgt. Okay. Kommen die Holzstrukturen hierher? Eine Eichel. Herzförmige Eichel. Du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Ein wertvolles Geschenk, das einem ängstlichen Moki gemacht wurde. Ah. Okay, wenn wir das Licht anmachen, geht es im Wasser auch nicht aus. Hier können wir nur Luft holen. Sonst gibt es hier nichts. Oh Gott. Aua. Hilfe. Okay, ich glaube, es war vorgesehen, dass man die Höhle genau in der andere andersrum löst, aber wir spielen nicht nach den Regeln, seit wir die Fähigkeit haben, uns selber hoch zu boosten. Hey, ich habe deine, Eichel gefunden. Meine Eichel! Du hast sie gefunden! Ich werde sie nie wieder loslassen. Oh, danke. Großes Geisterlichtgefäß. In die Dunkelheit. Gib dem Moki die Eichel zurück. Okay, ich glaube, hier drin waren wir auch schon. Yep. Wir könnten, wir haben so viel Geld, wir könnten hier noch ein bisschen was verbessern. Ich kann mit den Magneten mal vergrößern. Den haben wir ja, benutzen wir ja doch schon relativ lange.
Verbesserungen ansehen. Wo ist er? Belastbarkeit. Halte dich fest. Vitalität. Hier Magnet. Flock. Kugeln fliegen auf großer Entfernung auf Ori zu. Was hast du noch so? Mehr Schaden gegen fliegende Gegner. Tausche maximale Gesundheit mit Energie. Senke Energiekosten um 50% und erhöhe erlittenen Schaden. Feinde lassen zwei zusätzliche Geisterlichtkugeln fallen. Alte eine zusätzliche Energiezelle. Ja, das brauchen wir alles eigentlich nicht. Okay, dann habe ich aber noch etwas anderes, was ich mir gerne kaufen würde. Wo war unser Kartentyp nochmal? Ich glaube, der war hier unten irgendwo, oder? Aua. Ja. Hi. Ah, du bist aus dem stillen Wald zurück. Und, was gibt's da draußen? Schlammige Teergruben, explosive Fauna, du liebe Güte, wie wunderbar. Die Karte nimmt Gestalt an, aber einige Pfade sind immer noch leer. Komm wieder, wenn du alles gesehen hast. Okay, einige seiner Beobachtungen. Zeigt alle Geistersplitter. Zeigt alle Lebenszellen, zeigt alle Energiezellen. Er hat gesagt, er gibt uns einen Rabatt, wenn wir irgendetwas, wenn wir die Karte, glaube ich, komplett erkundet haben oder irgendwie so. Wir sollen den stillen Wald komplett erkunden, dann gibt er uns die Karte. Okay. Naja, dann, was machen wir jetzt? Ich glaube, dann gehen wir jetzt erstmal hier zurück ins Tintenmoor. Da haben wir noch ein paar ein bisschen unerledigte Sachen, die auf uns warten. Flop. So, hier waren wir schon sehr lange nicht mehr. Okay. Aha. Ups, das wollte ich nicht. Ich wüsste nicht, warum ich das Ding oben haben wollen würde. Ja, aber wir können diese Dinger immer noch nicht kaputt machen, ne? Ha. Das stört mich ja doch alles ein bisschen. Hier waren wir schon. Ich schlag sie einfach weg. So. Bisschen Energie vollfüllen. So, dann können wir aber wenigstens da links noch erkunden, was es da gibt. Und Springer. Wasser. Wasser gibt es hier. Ah, eine kaputtbare Wand. Hier hätten wir auch vor einer gefühlten Ewigkeit hingekonnt. So. Ich wette, es war wieder nicht vorgesehen, dass ich wieder von A nach B fliege. Das ist schon cool. Ich denke, es war wieder nicht vorgesehen, dass wir diesen Weg nehmen. Aber warum sollten wir es nicht machen, wenn wir es können? Fragment einer Lebenszelle. Sehr schön. Mehr Leben nehme ich gerne. Okay, hier haben wir Wasser. Okay. Es ist dann so weit erkundet. Wir kommen immer noch nicht da unten dran. Ich habe das Gefühl, wir sollten schon längst diese Steindinger öffnen können. Weil die sind überall und wir können nichts dagegen tun. Ha. Ja, vielleicht hat es ja etwas hier mit den... Ach, wisst ihr was, wir gehen jetzt nochmal dahin. Irgendwie müssen das...
Es stört mich, wenn es ein Rätsel gibt, das ich nicht lösen kann. So, geradeaus und dann runter, alles klar. So, wir haben mittlerweile so viele hübsche Dinge, um uns zu bewegen. Und Tintenmoor, Luma sehen. So, das hier unten. Ah ja, ich erinnere mich, das war gar nicht mal so leicht, da hinzukommen. Ein Glück, dass wir auf dem Weg wenigstens alles mitgenommen haben. So. Stirb am Feuer. Warte, was zeigt der hier an? Tintenluma sehen, Tintenmoor Mitternachtshöhlen. Okay, die sind hier unten. Lol. Du hast soeben deinen Kollegen abgeschossen. Ich mag diese Schnecken so überhaupt nicht. So. Ich glaube, da oben sind wir. Okay, das hier kriegen wir auch hin. Wie kriege ich das? Okay. Wie komme ich da durch? Geh auf. Wow, okay, das ist echt knapp bemessen, die Zeit. Okay, immerhin das haben wir schon. So. Sind wir hier immer noch mit Tok? Wenn ich nur Steinnoten lesen könnte. Also das hier sind die Mitternachtshöhlen. So, da kommen wir nach wie vor nicht durch. Ja, mir, das hier sollen die Dinger sein. Ha. Ich versuche zu sehen, ob es da irgendwie einen. Gehen da irgendwelche Lichter? Hä? Lol. Ich hab's. Okay. Ich hab's erraten. Hi. Wenn ich nur Steinnoten lesen könnte, was? Aber er beschwert sich immer noch. Licht absorbieren. War das immer noch nicht richtig? Bumm. Ahnenlicht. Das Licht der Ahnengeister stärkt dich. Alle Angriffe verursachen jetzt 25% mehr Schaden. Oh. Nett. Aber ja, wir müssen noch hier runterkommen. Und der ist auch noch nicht zufrieden. Okay, das war scheinbar noch nicht das Rätsels Lösung. Ich habe nur irgendwas anderes gemacht. Ich meine, ich kann hier. Es hat irgendwas mit diesen Dingern zu tun. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 6 Steine. 3 große und 3 kleine. Beziehungsweise, wir haben 3 große, 2 mittlere und einen kleinen. Beziehungsweise 2 kleine. Der,
Die haben alle so ein Loch, außer der hier. Der hat kein Loch direkt über mir. Sagt uns das irgendwas? Es geht. Aber auch nichts auf. Ich dachte, vielleicht leuchten die, wenn ich das Richtige spiele, aber... Also gehen wir mal davon aus, es gibt drei große, zwei mittlere und zwei kleine. Dann habe ich auf jeden Fall drei verschiedene Arten von Steinen. Und ich habe drei verschiedene Arten von Blumen. Okay, woran unterscheiden sich diese Blumen? Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Guck mal ganz genau hin. Diese Blumen. Das hier in der Mitte ist eine kleine Blume. Rechts ist so eine mittelgroße. Und links ist eine ganz große. Das heißt, wenn ich das richtig sehe, brauche ich einmal die große Blume. Einmal die kleine. Zweimal die mittlere. Einmal die große. Einmal die kleine. Einmal die große. Das wäre auch eine Sache, die sich gut springbar machen würde. Das muss ich mir das nur noch merken. Also, wir haben einmal groß, einmal klein, zweimal mittel, einmal groß, einmal klein, einmal groß. Groß, klein, zwei, okay. Das sind fünf Noten, ich werde es mir trotzdem nicht merken können. Also, einmal groß, einmal klein, zweimal mittel, einmal groß, einmal klein und einmal groß. Ja! Es war richtig! Haha! Rätsel King. Hinein in den Bau. Quest aktualisiert. Keine Ahnung, was das andere war, warum ich da schon eine Mauer geöffnet habe. Rechts, du hast den Weg zu den Mitternachtshöhlen geöffnet. Gute Arbeit. Gib Bescheid, wenn du da unten etwas Interessantes findest, ha? Okay, keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwie noch einen anderen Code, der das hier öffnet. Ich weiß es nicht. Ich beschwere mich aber auch ehrlich gesagt nicht darüber. Wir haben zwar irgendwie die Musik... irgendwie Musik verloren, aber das ist schon okay. Hey, das ist unser Karten... Wie ist der hier hingekommen? So. Erstmal machen wir uns hier ein bisschen Platz zum Arbeiten. Ach, hier gibt's sogar ein... Okay, ist das ein größeres Gebiet? Hype, 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 Hype. Hype, 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 Hype. Auf jeden Fall geht's hier irgendwo rein. Uah. Okay, das sind Portale. Ich verstehe schon, wir müssen hier hoch, dann da runterspringen, dann kommen wir da höher raus. Okay, das tut mir weh. Also das Ganze nochmal, weil da geht es ja noch weiter. Vier Schlüsselsteine brauchen wir. Da ist auch noch ein Splitter. Okay. Alles
klar. Ah, okay. Perfekt, wir haben den Splitter gefunden. Ablenker, Geistersplitter. Nahkampfangriffe lenken Projektile ab. Goodbye in der Energieernte. Hallo, Nahkampfangriffe lenken Projektile ab. Das klingt ziemlich cool. So. Immer noch der Trippelsprung ist die beste Fähigkeit von allen. Ja, hier verliert man super schnell die Orientierung, wo man gerade ist. Ein Schalter. Okay, der Schalter hält nur eine begrenzte Zeit. Oh, warte, hier ist noch ein Splitter. Noch ein Schalter. Du machst was? Du hebst die Wurzel an, okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Auf jeden Fall kommen wir damit hier rüber. 2 von 4. Das bringt mich überhaupt nicht weiter. Wonach suche ich? Wo will ich hin? Okay, du bringst mich da hoch. Aha. Eventuell weiß ich so ein bisschen, wo wir lang müssen. Mich von hier oben da rein... Nee. Einen weiterfallen lasse. Wow. Okay, jetzt kommen wir hier auf jeden Fall wieder mit unserem... Ups, mit unserem Feuerball hoch. Wir können uns das da holen. Aua. So, tschüss. Okay, das macht's... nicht einfacher. Aua. 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 Gerade so überlebt. Können mittlerweile richtig gut Schaden tanken, ne? Ich glaube, ich 3 habe ich. Ich brauche 4. Wie soll ich das machen? Ja, das bringt mich nicht weiter. Ja, das sollte reichen, oder? Jawohl. Okay, jetzt haben wir 4. Hier können wir noch durch. Wo bin ich? Ah. 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 Okay. Da oben habe ich schon alles. Eine schöne Abkürzung. Okay, jetzt ist die große Preisfrage. Wow.
komme ich zurück. Hier die Tür ist leider zu. Ist da oben noch was? Nope. Wie komme ich hier wieder weg? Muss ich wirklich einmal komplett außen rumlaufen? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Das wird nicht reichen. Was ich glaube, wenn ich... Jawohl, so können wir es machen. Oh Gott, jetzt muss ich den Weg hier zurückgehen. Oh, puh. So eine Schadensseuche, da lang zu gehen. Okay. Ich will den Typen da oben töten, weil er mich nervt. Ha. Ich glaube, es war auch vorgesehen, dass man quasi hier reingeht, indem man da hochgeht und das Ganze quasi rückwärts macht. So. Zack. Hör auf zu spucken. So. Ich habe absolut keine Ahnung, wie genau wir das hier gemacht haben. Aber wir haben 4 Schlüsselsteine und hier ist eine Tür, die 4 Schlüsselsteine benötigt. Aha. Flock. Merkwürdige Tafel. Du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Ja, das ist es, was Tok haben wollte. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie wieder zurückkommen. Da oben war unser Kartenfreund. Bei dem war ich auch noch nicht, ne? Ein Glück, dass wir über... Wie bist du hier hingekommen? Hallo, mein guter Reisender. Sind dir die Löcher hier überall aufgefallen? Sieht aus wie Spuren einer gewaltigen Kreatur. Nun, ich für meinen Teil bin froh, dass sie lange fort ist und mir so ein faszinierendes Rätsel hinterlassen hat. Möchtest du eine Karte? Ja, danke. Pff. Ich bin, glaube ich, schon fertig mit der Kunden, ehrlich gesagt. Yep. Aber jetzt kann ich die Tunnel sehen. Karte hätten wir nicht gebraucht, aber... Besser eine Karte zu viel, als eine zu wenig haben, ne? Autsch. So, wir können hier einmal kurz Leben auffrischen. Jetzt müssen wir es nur noch irgendwie wieder hier hochschaffen. Ein Glück, dass diese ganzen praktischen Spuckviecher hier sind. Yo, Tok, ich hab irgendeine Steintafel gefunden. Ich habe schon wieder vergessen, wie ich ihn gesprochen habe. Ah, du bist zurück. Ist das eine Tafel, die du da trägst? Ach so, das ist eine Anleitung, um Steine zu lesen. Hätten wir die bloß früher gehabt, was? Moment, das ist ja alles rückwärts geschrieben. Total nutzlos. Pah! Dann lies es doch, lies das rückwärts geschriebene doch rückwärts. Dann hast du es richtig rum. Riesiges Geisterlichtgefäß.
Hinein in den Bau. Quest abgeschlossen. Alles klar. Hübsch. Okay, wir haben das 95%. Irgendetwas haben wir übersehen. Weiß zwar nicht was. Ich brauche keine Ahnung, was wie wir das hier. War das einfach irgendein random Code? Oder wenn man es oft genug probiert hat, öffnet sich quasi dieses Ding so als hey, du hast es 50 Mal verkackt. Hier hast du eine Belohnung. Keine Ahnung, warum wir das aufbekommen haben oder wie wir das geschafft haben. Aber ich beschwere mich nicht darüber, ne? Wäre ja dämlich, wenn ich es tun würde. So. Wir haben ziemlich gut. 90, 92, 89, 85, 71. Den stillen Wald haben wir tatsächlich mit Abstand am wenigsten erkundet. Wisst ihr was? Ich gehe mal nochmal hier hin. Die Folge ist zwar schon 30 Minuten lang, aber ich würde gerne noch einmal da so ein paar Ecken erkunden, weil unser Kartenfreund meinte ja, wenn wir die Gegend erkunden, weil er das nicht will, dann gibt er uns Rabatt. Und ich bin ehrlich. Ah, warte, hier ist ja schräg. Ein Glück, dass sie uns hier drin nicht sehen kann. Ah, damit können wir schräg umgehen. Ich befürchte, wir müssen uns nochmal mit... Ich hatte gehofft, dass die jetzt weg ist. Oder der. Wow. So, das hier nehme ich gerne. So, und wenn ich jetzt auf die Karte gucke, müssen irgendwie da oben hinkommen. Okay, wir kommen hier, kommen wir nicht mehr lang. Sollen wir wirklich den ganzen Weg nochmal gehen? Okay, nicht hier lang, würde ich sagen. Ich hatte so ein bisschen gehofft, du würdest dich abregen. Hey, ich war schon im Sand. Konnte es mir gar nichts tun. Okay. Aber wie komme ich dann da hin? Da oben. Ja, schräg ist. Beruhigt die sich auch noch mal? Jetzt meine Chance. Ich glaube aber da oben. Wie komme ich da hin? Weil ich würde ja. Okay, das ist machbar. Das ist machbar. Okay, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Dann haben wir eine Chance. Das machen wir auch diese Folge noch. Ja, ja. Weil hier oben ist ja leider dieser Felsbrocken.
Ich glaube, wir haben da keine Möglichkeit, drum herum zu kommen, oder? Nee. Nee, der Felsbrocken liegt im Weg. Okay, ja, du bist sauer. Boah, das ist, die ist so laut. Ach, das war wieder nicht so gut. Ich glaube, die regt sich nicht ab, solange wir noch irgendwo unter Tage sind. Ach komm, ich war doch dahinter. Es muss doch irgendwie möglich sein. Also das ganze Zeug, was hier vorher im Weg lag, ist irgendwie weg. Okay. Speed. Ich war dahinter. Ich habe langsam das Gefühl, wir kommen da nicht hin, solange Schriek da ist. Okay, letzter Try. Na, ich brauche einen guten, schnellen Feuerball. Der war nicht groß genug. Okay. Okay, ich glaube, wir können uns nicht mehr verstecken in der Umgebung. Das ist äußerst schade. Aber da können wir auch nichts dran ändern. Ich glaube, Schriek... Ich meine, deswegen hat sie wahrscheinlich die Knochen weggeräumt. Sie sieht uns jetzt überall. Sie sieht alles und jeden. So... Okay, und... Würde die bitte herkommen? Danke. Wo fliege ich hier jetzt lang? Ah. Gibt es also doch etwas? Okay. Wo bin ich? Streck dich, Ori. Ah, hier ist noch ein Schrein. Ein Speedy-Schrein. Und Bubbles da hinten. Das hier nehmen wir noch kurz mit. Überlauf. Überschüssige Energie wird zur Gesundheit und überschüssige Gesundheit wird zur Energie. Den will ich auch anlegen. Erstmal aktivieren wir hier das Podest. Wieder ein Speedy-Schrein. So, wo ist der denn? Karte. Aha, von da nach hier oben. Okay, den Arm hier können wir nicht erkunden. Das eben war schon nahezu perfekt. Okay, wir sind bei... Ach, wisst ihr was? Wir machen den Speedschrein auch noch. Das hier wird eine längere Folge. Gut, wir haben auch länger für das Rätsel gebraucht. Okay, das wird aber auch ein schwerer Schrein sein. Sich hier hoch zu kämpfen ist alles andere als leicht. Und das
Wenn man dann noch unter Zeitdruck steht. Ah, ich weiß ja nicht. Aber wir kriegen das schon hin. Jetzt haben wir die Strecke ran. Ich weiß, glaube ich, relativ genau, wo wir lang müssen. Da hochziehen, da dran. Da hochziehen, dann einmal das Sandding. Hier muss man einmal um das Sandteil rumspringen, um den Sprung zu schaffen. Ja, und dann die Bubble wird, glaube ich, das größte Problem. Okay, ich hab's schon verkackt. Aber wir können zumindest... Kann ich mich da oben durchschießen? Ja, kann ich. Ne. Gott. Ja, ich bin dafür, wir versuchen das nochmal. Kann ich hier irgendwo... Genau. So, erneut versuchen. Das wird hart. So. Nein. Ich hatte meinen Dash nicht mehr zur Verfügung. Okay, das können wir direkt nochmal probieren. Ich wünschte, es gäbe einen schnellen Button für Neuversuchen, dass ich nicht Ori sterben lassen muss dafür. So. Ich vergesse immer, dass ich meinen Triple-Sprung ja nicht habe. Okay, versuchen wir es trotzdem mal. Ich krieg den Sprung nicht. Ich hab nicht den Winkel dafür. Vielleicht nur... Ja, ich muss es gerade von unten machen. Okay, hier kann ich auch einmal Schaden fressen, ohne große Probleme zu kriegen. Okay, und dann sind wir bei der Bubble. Alles klar, okay. Wir haben Wissen gewonnen. Und Wissen ist die halbe Miete. So. Okay, das war schon mal ziemlich mies. Hallo. So, den Sprung schaffe ich auch aktuell nicht ohne Schaden zu kriegen. Okay, wir haben das schon mal geschafft. Jetzt müssen wir nur noch den Geist schlagen. Jetzt mal waren wir meilenweit off. Zack, zack. Warum? Ich war doch dran. Warum hat der nicht... Also, der Sanddash, der funktioniert leider nur irgendwie in 50% der Fälle, so wie man sich das vorstellt. So. Okay, da... Nein! Okay, egal. Wir hätten es eben nicht geschafft. Das Festhalten hat mich gekillt. Sonst wären wir durch gewesen. Okay, ich weiß aber zumindest jetzt eine Stelle, an der wir einiges an Boden gut machen können. Im Prinzip ist das Ganze die Kunst, es mit weniger Sprüngen zu schaffen als der andere. So, okay. Jetzt aber. Da sind sehr viele knappe Sprünge bei.
So. Hallo. Naja, kann ich eh vergessen. Es dauert so ewig mittlerweile zu sterben. Selbst an Stacheln. Okay. Warum? Hä? Warum hat er sich nicht festgehalten? Okay, es ist auf jeden Fall kürzer, hier runter in den Abgrund zu springen, als da oben auf die Stacheln zu warten. So, was ich auf jeden Fall schon mal verbuchen kann, ist, dass ich da unten nicht... Hallo? Okay, das war das kürzeste bisher. Aber leider auch nicht ausreichend. Der braucht auf jeden Fall am Ende relativ lange, der Geist, den wir racen. Ich wünschte, der würde... Nein. Okay, ich muss da einmal auf den Boden aufkommen. Mit einem Trippelsprung wäre es machbar. Ich brauche schlicht und einfach den Trippelsprung. So. Hallo. Ist der immer einmal dashed, bevor er den... So. Ja. Boah, das war aber haarscharf vor dem Geist. Puh. War das die schwierigste bisher? Nah dran. Okay. Windwüste. Wir haben immer noch das Gebiet, in das ich nicht komme, aber vielleicht ein andermal. So, aber ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall für diese Folge mehr als genug getan. Ich porte uns schon mal in die Windwüste, denn in der nächsten Folge werden wir uns dann wohl oder übel um die das Herz des Waldes kümmern. Denn ich wüsste nicht, was wir aktuell sonst noch tun können. Klar, Wiederaufbau der Lichtung haben wir noch. Sehen sich dann schön wahr zu kartografieren, ist aber etwas ängstlich. Erkunde weiter die Gegend. Wir haben noch nicht genug, wir haben ihn noch nicht genug erkundet. Also uns fehlt halt noch dieser kleine Bereich hier. Es wird noch nicht ausreichend für, der hat ja hohe Ansprüche, der Lupo. Ansonsten muss man aber sagen, wir haben relativ gut erkundet, ne? Ich freue mich, dass wir das Rätsel hier unten gelöst haben. Ich will immer noch wissen, wie wir diese... Wie wir diese Barrieren aufkriegen. Aber werden wir schon noch rausfinden. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.